Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Simon Stark, schönen Dienstag. Das Land Vorarlberg investiert weiter kräftig in den Schutz vor Naturgewalten. Mehr als 800.000 Euro sind für 4 Projekte kürzlich bewilligt worden. Vor allem Siedlungsräume, Infrastruktur und die Verkehrswege sollen bestmöglich von den Gefahren der Natur geschützt werden. Insgesamt werden sogar knapp 4 Millionen Euro verbaut, informieren Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Erich Schwärzler heute. Eine 7-köpfige Wandergruppe ist gestern im Großwalsertal in eine alpine Notlage geraten. Die Gruppe war Richtung Breithorn unterwegs. Keiner der Gruppe bemerkte jedoch, dass es sich bei ihrem Wanderweg um einen Steig handelte. Irgendwann wurde es einer Frau zu steil. Sie erlitt einen Kreislaufkollaps. Nach einem Notruf wurde dann alle vom Hubschrauber des Bundesministeriums zur Alpe zurückgeflogen. Die Polizei Hörbrand sucht aktuell nach Zeugen. Grund dafür ist eine Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Gestern Mittag war der 52-jährige Radfahrer auf der Heribrandstraße Richtung Hohenweiler unterwegs. Eine Frau ging unmittelbar vor dem Fahrradfahrer vom Gehsteig auf die Fahrbahn. Beide Personen stürzten. Der Radfahrer zog sich dabei Verletzungen zu. Die Frau ist anschließend wortlos gegangen. Hinweise bitte an die Polizei Hörbrands. Und die VEU Feldkirch hat heute Abend ihr nächstes Meisterschaftsspiel in der Sky Alps Hockey League. Gegner ist heute der Tabellennachbar SG Cortina aus Italien. Am Pfiff in der Feldkircher Vorarlberghalle ist um 19.30 Uhr. Das war's auch schon wieder mit Vorarlberg in 100 Sekunden und somit bis zum nächsten Mal.